zum letzten Parteitag der Grünen haben wir einen umfangreichen Antrag zur Geld- und Bodenreform vorgelegt. Nun läuft das so. Es standen zur Entscheidung 1200 Anträge von der Basis. Die lassen sich immer zu meinem besten Bewillen nicht erledigen. Also gab es einen Tag vor Diskussion. Jeder Antragsteller konnte teilnehmen. In stündlich etwa anderthalb Stunden für jeden Arbeitskreis, also Wirtschaft. Und da hat die Kommission, die vom Bundesvorstand zur Vorbereitung dafür eingesetzt wurde, mit allen Mitteln verhindert, dass dieser Antrag ins Plenum kam. Ich hätte ja im Plenum nochmal einen Rückrufantrag stellen können, dann hätte ich ja sowieso verloren. Da wäre die Bundesgeschäftsführerin, die ist ja auch sehr geschickt, muss man ihr zugestehen, aufgestanden, hätte irgendwas geredet und gesagt, warum das eben nicht ins Plenum gehört, und alle hätten die Hand gehoben. Ne? Also habe ich es dann erst mal gelassen, ich hätte es aber doch tun sollen. Grüne Geschichte. Das ist also grüne rausgefallen, ist lediglich. Nun steht aber doch was drinnen im Programm, nämlich es gab einen Antrag, andere 20 Leute, ein Antragsteller, da gehörte der Ströbele aus Berlin, der Rechtsanwalt dazu, und da gehörte der von Attac rüber gewechselt ist in die Europa-Grünen. Sven Bigot. Die hatten einen Antrag eingebracht, so ein Text ungefähr, ist auch angenommen worden, schon aufgrund, ja, die haben gestellt, also über diesen Antrag wurde ja gar nicht entschieden. Da passierte Folgendes, ist jemand, also in der Vorbereitungsrunde, ist jemand dagegen, dass der Vorstand das so übernimmt? Nein, niemand dagegen. Also, damit war es bereits ins Wahlprogramm 2009 reingekommen. Ist gar nicht im Plenum abgestimmt worden, schon diese Runde von ungefähr 100 Antragstellungen zum Thema Wirtschaft hat das für sich entschieden. Und da steht Folgendes drin. Wir, nämlich die Grünen, unterstützen mit diesem Wahlprogramm alternative Wirtschaftsformen. In Klammer, jetzt überlegt euch mal, was stand da in Klammer drin? Was denkt ihr euch? Alternative Wirtschaftsformen. Ja, das Thema, worum es hier geht, Geld. Regionalgeld und Tauschkreise. Richtig. Und damit sagte die Abgeordneten des Vorstands, also der Programmkommission, damit seid ihr, also ich, da seid ihr doch gut bedient. Ich sage, Menschenskinder, wir wollen das auf Bundesebene, diese Politik. Es ist ja schön und gut, wenn das in einzelnen Kreisen von den Kreisverbänden gemacht wird, aber ihr seid Bundespartei da. Ihr könnt natürlich den Kreisverbänden empfehlen, das bei euch zu Hause zu machen. Aber das ist doch nicht das, was wir wollten. Aber mit allen Mitteln haben sie versucht, ja nicht darüber im Plenum zu diskutieren. Weil vielleicht die Chance bestand, dass vielleicht doch einige dann die Hand hat. Wir hatten ja schon andere Bundesparteitage 10 Jahre vorher, bei denen wir 20-30% Zustimmung bekamen, in denen das Präsidium des Parteitags erklärte, es handelt sich hier um eine qualifizierte Minderheitsströmung, die bei künftigen wirtschaftlichen Entscheidungen zu berücksichtigen. Und das steht heute noch im Parteitagsprotokoll. Und was hat der Vorstand, der damalige Vorstand, Trittin gemacht? Die haben sich einen Dreck darum gekümmert, was der Parteitag beschlossen und was im Protokoll drin steht. Wir haben dann natürlich sofort, es gab im Herbst einen sozialpolitischen Kongress in Hannover, wir haben dann sofort einen Antrag gestellt. Unsere Experten, Helmut Kreuz aus Berlin, Herrn Senf und so weiter, dazu als Referenten einzuladen. Wir haben nie eine Antwort darauf gekriegt. Das nur als Beispiele, wie es gelaufen ist. Und dann müsst ihr jetzt versuchen, von Anfang an durch ein klar benanntes Sonderprogramm,
begründen, wir haben es dann in verschiedenen Jahren immer wieder Papiere zu den jeweils aktuellen Fragen behandelt, an die Partei gestellt. Meistens sind sie dann irgendwo unsere Papiere versandet und auch nicht beantwortet. Aber wir haben die alle da. Wir können das nachweisen, wo, vor welchen Fragen sich unser Bundesvorstand gedrückt hat. Danke. Ich denke, wir stehen alle in der Pflicht, Georg, das, was du angefangen hast, weiterzumachen. Das war grüne Geschichte und die Zukunft ist orange. Das Gleiche, was damals in Grün passierte, passiert gerade in Orange. Das gleiche Spiel, die gleichen Vorgänge, die in der Politik passieren, von der die breite Basis der Partei wenig weiß, das passiert gerade wieder in Orange, was in Grün Geschichte ist. Und da wollen wir versuchen, irgendwo die Kräfte zu organisieren, weil die Kräfte sind in der Partei, aber sie sind nicht organisiert.